Hallo, ich bin der Thomas Höfner. Ich spiele im Stadttheater Klagenfurt im Kindermusical Das Dschungelbuch den Bösewicht Shere Khan. Der Bösewicht Shere Khan, der König des Dschungels, wie er sich selber gerne betitelt und wie er vom Dschungelvolk auch angesehen wird. Das Ganze beruht auf Generationen und auf Machtübergabe quasi. Aber das System, das politische System, wenn man so will, im Dschungel hat sich geändert. Und die Wölfe, die weitaus besser organisiert sind, die ein Rudeldenken an den Tag legen, die mit den anderen Tieren im Dschungel kommunizieren und somit ein größeres Miteinander an den Tag legen, stellt dieses absolute Regierungssystem von den Tigern ein bisschen in den Schatten. Und das merkt der Shere Khan. Der merkt, dass dieser Machtverlust quasi vor der Tür steht. Das zwingt ihn dazu, das Machtgehabe zu intensivieren, aggressiv zu sein, Angstmache zu betreiben. Bis dieses kleine Mädchen Mowgli in den Dschungel kommt und den ganzen Dschungel ein bisschen auf den Kopf stellt. Und die Welt von Shere Khan vor allem auf den Kopf stellt. Auf einmal ist der Machtverlust so nahe und er merkt, es funktioniert alles ohne ihn. Und das lässt ihn ein bisschen in Panik verfallen. Seine Abneigung, ich würde fast schon sagen Hass, den Menschen gegenüber, in diesem Fall Mowgli gegenüber, hat seine Berechtigung. Weil viele seiner Ahnen, viele seiner Vorfahren, auch seine Eltern sind durch Menschenhand ermordet worden. Aber Mowgli ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ein Kind, vielleicht nicht in ihrem spezifischen Fall, ein Kind von Verbrechern ist nicht gleich ein Verbrecher, sondern sie können Teil, wenn nicht sogar die Veränderung sein.